Hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal. No Man's Sky, unser Spiel, und ich möchte euch ein bisschen für Beginner Blender Glitches zeigen. Und zwar bauen wir dann dieses Mal dieses. Sieht nicht gerade sehr spektakulär aus, ist es auch nicht. Und dementsprechend werde ich euch das zeigen. Wir brauchen dafür zwei Kabelglitche, mehr brauchen wir nicht. Ganz einfach. Und dementsprechend bauen wir das Ganze. Gut. Wie fangen wir an? Ganz einfach, wir nehmen uns eine Bodenplatte. So, habe ich die Farbe schon? Ja, prima. Setzen uns die Bodenplatte einmal hier ein, gehen in das Menü für die Elektronik und ja, das Kabel erstmal, das reicht. Okay, hier gehen wir dann weiter vor. Wir suchen uns die Mitte von einer Bodenplatte. Es geht viel einfacher, wenn wir einmal hier klicken. Und dann haben wir hier die Mitte super beleuchtet und wir können was sehen. Okay, dann haben wir schon mal das erste. Und dann brauchen wir hier die Mitte. Wenn wir von oben drauf gucken, dann ist das Kabel ein bisschen im Weg. Dann gehen wir einfach zur Seite. Da, wo der Punkt ist, das heißt unsere Zentrierung, dort wird dann das Kabel auch sein. Und das ist das schon mal erstmal gewesen. Dann nehmen wir die Bodenplatten hier weg. Wir wollen ja, dass es identisch wird. Und wir legen uns das hier nochmal dahin. Und von da nach da. Warum? Ganz einfach, ich brauche den Kontakt, damit ich Blender Glitch auch durchführen kann, beziehungsweise Wired Glitch. Und wie gesagt, das ist wirklich ganz einfach. Ich erkläre euch das jetzt. Wir gehen jetzt allerdings für das nächste Bauteil in ein anderes Menü. Und zwar in Klein. Und suchen uns dann ja den würfelförmiger Glasraum. Ja, was? Würfelförmiger Glasraum, okay. Ja, das heißt, wir benutzen die Taste, mit der wir löschen können. Dort die Taste halten, wir gehen auf das Kabel und nehmen uns von hier den Kontakt. Wir können ja jetzt das Kabel hier bauen. Und nicht irritieren lassen, dass ich die Sachen wie Silber und Glas nicht dabei habe. Ich bin im Kreativmodus. Das heißt, ich kann sie trotzdem bauen. Wenn ihr im Normalmodus oder den anderen Modis baut, könnt ihr dann nicht bauen. Und dann fangen wir mal an. Und bei mir klappt das leider auch nicht immer. Also nicht wundern, hin und wieder klappt es halt nicht. Bedeutet, wir haben jetzt das Löschmenü. Und in dem Moment, wo wir loslassen, eine Winzigkeit später müssen wir dann die Betätigen-Taste drücken für wir wollen es bauen. Und das machen wir jetzt. Nein, das war auf dem Boden, da wollen wir gar nicht hin. Das ist immer ein bisschen ungeschickt, wenn es Orte gibt, wo man bauen kann und die Sachen dahinter dann plötzlich ja eben halt stehen. Und versuchen wir es noch einmal. Jawohl, da haben wir es. Gut. Dann den würfelförmigen Raum noch zweimal dran bauen. Gehen auf unsere Holotür. Na, komm, lass da ein. Okay. So weit, so gut. Dann nehmen wir dieses. Und zwar den unteren. Das können wir ja von hier aus sehen. Wir nehmen den unteren, nicht den oberen, den unteren. Gut, das haben wir dann auch soweit. Jetzt brauchen wir natürlich auch noch Strom, aber das ist momentan nicht ganz so wichtig. Das machen wir gleich. Dann gehen wir in die Dekoration, in die Lichter und nehmen uns die, ja, ein Licht. Ein Licht nehmen wir uns. Okay. Dann suchen wir uns, ich gehe jetzt noch mal ins Löschmenü, damit ihr den Zentrierpunkt auch gut seht. Ich gehe hier genau auf die Ecke und wir können uns das jetzt auch noch drehen. Ja, ungefähr, das sollte gerade sein. Das Ganze machen wir hier vorne auch noch einmal. Und so weit wie möglich ran. So, okay. Da haben wir es. Ups. So.
Also Blender Glitch, es macht wahnsinnig viel Spaß, Dinge zu bauen, die man sich so nicht vorstellen konnte, weil man zum Beispiel die normalen Einrasspunkte benutzt hat und das sozusagen nicht kennt. Ups. Es ist aber so von Halo eingerichtet, dass wir das eben können. Das ist kein Versehen, sondern das ist Absicht. Und dementsprechend tun wir das natürlich auch. Man muss es natürlich erstmal wissen, Halo weist uns nicht darauf hin, dass wir das können. Ja, das sieht gut aus. So. Mit den Lampen hier, das muss jetzt nicht hundertprozentig sein. Aber angenähert wäre schon schön. Ja, warum dieses kurze Stück nur so gebaut? Ganz einfach, um euch das zu zeigen, damit es schnell geht natürlich. Aus keinem weiteren Grund. Ihr könnt das natürlich auch viel größer bauen, viel länger und so weiter. Okay, gut, weiter geht's. Wir gehen jetzt wieder zurück. Na ja. Und nicht aufs Kabel, noch nicht. Nehmen wir uns Versorgungsrohr, also das Versorgungsrohr. Beginnen am Anfang hier. Setzen uns das dann einfach hier oben auf die Lampe auf. Gehen zur nächsten Lampe, warten bis es grün ist, noch einmal, und das Ganze machen wir jetzt bei allen. Einmal Rechtsklick, also abbrechen sozusagen, und dann beginnen wir hier nicht. Dann beginnen wir hier noch einmal. Nein, nicht löschen. So, das sollte die Mitte sein. Mal klicken. So. Und dort auch noch. Ihr könnt auf jeden Fall eines nicht, das Rohr noch einmal neu ansetzen. Das heißt, so wie ihr seht, es klingt nicht ein, ist nicht wie ein Kabel. Also wir müssen das in 1 durchbauen. Und dementsprechend, ich wurde gerade vom Flieger überfahren. Das gibt's doch gar nicht. Überflogen. Überflogen nennt sich das doch dann, oder? Ist das dann Fliegerflucht? Okay. Na gut, Hauptsache ich stehe hier und wir können weitermachen. Und dann beginnen wir wieder hier. Wie ihr seht, wir sind auch schon fast fertig. Es geht also unfassbar schnell. Und bisher kein großes Hexenwerk. Dementsprechend, das schafft wirklich jeder. So, wieder die Mitte. Ja. Wir jetzt alle? Ja, ich würde sagen, ja, alle 4. Gut. Okay, jetzt sieht das natürlich noch nicht ganz so aus wie da drüben. Erstens, das Licht fehlt, also der Strom. Und hier unten fehlt auch noch was, und zwar die Stütze. Die bauen wir uns da jetzt auch noch hin. Dann wechseln wir in ein anderes Menü. In Spezialisiert. Hier rüber, nehmen uns den Würfel, den können wir hier auch direkt ansetzen und kommen jetzt dorthin. Jetzt möchte ich aber nicht, dass es aussieht wie halb fertig, sondern ich möchte ja, dass es gut aussieht. Ja, also wir bauen ruhig auch in den Boden rein, damit es aussieht wie, das soll so sein. Klar, wir haben hier keine Schwerkraft. Was natürlich gleichzeitig wiederum auch bedeutet, jo, er schwebt ja eigentlich, ne? Aber diesen Würfel hier nehmen wir wieder weg und bemühen
und gehen jetzt wieder in das Menü für die Kabel. So. Und wir brauchen keinen Kabelversteckgenerator, denn wie ihr hier sehen könnt, meine Kabel sind nicht versteckt. Klar, natürlich, ich bin im Baumenü, aber es ist auch tatsächlich so. Und dementsprechend fangen wir jetzt an. Okay, also einmal auf den Kontakt hier. Ihr könnt auch den gegenüberliegenden nehmen. Dann gehen wir ein wenig runter. Gehen hier auf die Mitte. Und ihr müsst dann die Taste drücken für, ich möchte ein Bauteil drehen und so weiter. Da geht ihr hier hin. Und wir können jetzt den Kontakt hier in der Mitte benutzen. Und legen uns das. Ups. Hier auch einmal in die Mitte. Upsa. Oh. Habe ich gar nicht angeschlossen. Schade. Na gut, dann machen wir das jetzt. So. Dann gehen wir nach hier. Ja, ich denke, das ist die Mitte. Und dann schließen wir uns hier hinten mit an. Wir haben Strom drauf. Und es funktioniert, so wie es sein soll. Dann jetzt noch einmal zurück. Denn wir müssen ja den hier auch wieder einbauen. So. Ja, das ist an sich. Ein einziger Kabelglitch und schon ist das Ganze hier richtig schick. Jo, perfekt, wunderbar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert, schreibt mir, was euch gefallen hat. War es zu einfach, war es zu schwierig? Habt ihr es hinbekommen? Ich würde gerne auch eure Basen sehen. Ich würde mich freuen. Also eine normal gebaute ist genauso schön wie alles andere auch. Und dementsprechend keine Sorge, ja, ihr könnt natürlich auch gerne auf meinen Discord kommen, da könnt ihr mir sogar Bilder schicken. Und dann kann ich mir das so schon mal angucken, am besten mit Koordinaten. Dann kann ich mir das mal direkt angucken, dass ich dorthin gehe, beziehungsweise mich hin teleportiere. Und ja, eine kleine Bewertung wäre auch noch schön. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!